Ja, wir gucken jetzt einfach mal die peinlichsten Lelano-Fakes Kuchen Talks an. Let's go. Trap Rapper, ich denke, ihr kennt alle Lelano. Damals Alec Valestra, der sogar von UpRed ignoriert worden ist, zu einem sehr gehypten Rap-Künstler, der meiner Meinung nach sogar ziemlich gut ist. Und bitte, bring endlich Trap Update auf Spotify. Wie lange soll ich denn noch warten? Von ihm muss ich euch, glaube ich, nicht so viel erzählen. Seine Erfolgsgeschichte ist ja allgegenwärtig. Allerdings gibt es halt leider super viele Leute, die sich jetzt so denken, ich mach so ein bisschen an auf Lelano und dann habe ich ja auch Erfolg. Obwohl das halt natürlich so nicht passieren wird. Das Ding ist, dass diese Leute halt einfach wirklich cringe overload sind. Dazu haben die halt wirklich null Persönlichkeit und haben, glaube ich, auch gar keine Ahnung, wie es Lelano mit den damaligen Videos geschafft hat, so zu hypen. Einige dieser Leute haben auch schon angekündigt, Videos gegen mich zu machen oder haben das Ganze auch schon getan. Teilweise Videos auch danach wieder gelöscht, also Props auf jeden Fall dafür. Ich meine, ihr wollt ja nur Aufmerksamkeit und hier bekommt ihr sie. Ich meine, wahrscheinlich mehr Hate als Blumen, aber wenn das ist, was ihr wollt, dann herzlichen Glückwunsch. Bevor wir das Video allerdings richtig starten, wollte ich euch ganz kurz mal erzählen, wie ich denke, warum Lelano erfolgreich geworden ist. Weil das jetzt überhaupt Deutsch? Egal, ich lasse es einfach so, oder? Lelano war früher als Alec Valestra bekannt. Der hat damals sehr komische Videos gemacht. Ja, Eke, du nimmst ja ganz schön viel vor, oder? Ja, also ich muss auch sagen, bei Lelano habe ich noch nie gefeiert und seine Musik auch jetzt, ja gut, die ist vielleicht jetzt besser. Aber ich finde die trotzdem, also ich finde die trotzdem scheiße so. Ich kann es mir nicht geben. Also man kann sich's anhören, sagen wir so, wenn man mal eine Shisha rauchen will und man hört Lelano, okay. Aber es wäre jetzt nichts, was ich mir privat reinziehen würde, weil ich das extrem feiere, das Lied. Das ist zum Beispiel sein Kanal. Das ist aus einem Video von einfach Manuel, Thumbnail vs. Realität. Mega lustiges Video. Also guck da auf jeden Fall mal rein. Props gehen auf jeden Fall raus an Manuel und mach endlich mehr Videos, Junge. Sein Kanalkonzept bestand im Grunde daraus, einfach Beef mit allen möglichen Leuten anzufangen. Zum Beispiel Superman, Dennis und Co. Allerdings haben diese Videos weder eine große Reichweite bekommen, noch sonderlich viele positive Resonanzen. Der wurde eigentlich regelrecht durchgehend gehatet. Dann hat er allerdings in einer Nacht- und Nebelaktion sein komplettes Image gewechselt und auf einmal war Alec Valestra Lelano. Mit so Videos wie "Wie weit man an Weihnachten", ich meine Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Ja, ich kann das auch noch, Digga. Und ganz wichtig ist auch immer Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Ich habe das Video gesehen, Lelano, Alter. Props gehen auf jeden Fall raus. Oder auch, meine Mutter kauft mir keine 10.000 Euro Goldkette oder irgendwie sowas. Hat er es langsam aber sicher geschafft, eine sehr große Reichweite mit den... Also sorry, ich muss sagen, also... Wenn ich mir eine Person nicht geben kann, ist es halt einfach wirklich Lelano so. Also ich weiß nicht, jeder, der mitbekommen hat, wie er groß geworden ist, mit welchen Methoden der groß geworden ist, wie der größte Bastard, sage ich mal, keine Ahnung. So. Und die Leute, die Musik hören, sorry, aber das ist halt... Nee, sorry, aber ich finde... Lelano ist groß geworden, der hat einfach seine Mutter beleidigt, weil sie ihm keine 12.000 Euro Uhr gekauft hat, Rolex oder irgendeine Kette. Also wirklich, der hat die richtig hart beleidigt in dem Video, als behindert und sowas. Ja, meine Mutter, die ist behindert und so, dass sie mir das nicht kauft. Weißt du, wie das letzte... Sonst was, Kitty. So ein richtig asozialer Keck, weißt du? So hat der dort geredet. Auf Krampf irgendwie Reichweite zu bekommen, durch die Tanzverbot-Moves, indem er Ansagen an alle macht. Und dann wird er auch noch gefeiert für die Scheiße, die er dort gemacht hat, so. Ey, keine Ahnung, aber das kann ich mir zu 0% geben. Für mich ist Lelano auch weiterhin einfach, so wie er groß geworden ist, ist er für mich unreal und ein mega krasser Spaß. Videos zu erreichen. Gucci Gang, 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 yeah, Gucci Gang. Zu dem Zeitpunkt gehen seine Zuschauerzahlen und auch seine Aufrufe steil nach oben. Ich denke mal, das lag vor allem daran, dass die wenigsten gepeilt haben, dass das von Lelano halt nicht ernst gemeint war, sondern eher so auf trollmäßiger Basis. Dadurch, dass allerdings viele dachten, dass er sich halt wirklich darüber aufregt, dass seine Mutter ihm keine 10.000 Euro Goldkette gekauft hat, haben sich diese Videos halt einfach verbreitet und sehr viele neue Leute sind auf ihn aufmerksam geworden. Dann kam irgendwann einer seiner ersten Tracks mit Musikvideo. Falsches Supreme Part 2. Zieh eine Leinkokain. Ja gut, was soll ich sagen? Also sehr komischer Track auf jeden Fall, aber 2,9 Millionen Aufrufe. Auch wenn er ziemlich gehatet worden ist, war er in den Trends präsent und sehr viele Leute haben drüber geredet. Und er hat nicht aufgehört, Musik zu machen. So Tracks wie zum Beispiel Wendy sind dann halt richtig gut angekommen und sind quasi Chartstürmer ab Minute 1 gewesen. Zumindest auf YouTube. Dadurch, dass er Trippy Boy im Rücken hatte, der wirklich mega krass abgemischt hat, plus die Tatsache, dass Lelano sich wirklich von Track zu Track zu Track mega gesteigert hat und man das jedes Mal gesehen hat, hat im Endeffekt dazu geführt, dass aus ihm ein sehr gehypter Rapper
Körper geworden ist. Das Ding ist, dass man halt Lelano jetzt sich einfach kopieren kann, indem man halt ähnliche Tracks macht oder ähnliche Trollvideos hochlädt. Ich denke mal, ein Grund, warum er halt so bekannt war, ist die Tatsache, dass er halt vorher schon irgendwie 20.000 Abonnenten hatte und auch sehr gehatet worden ist. Dadurch haben die Videos einfach schon mal so eine Grundreichweite gehabt. Außerdem war Lelano, so wie er das gemacht hat, was komplett... SGXC, du hast alles richtig gemacht, wenn du ihn nicht kennst. Wirklich, du hast alles richtig gemacht. Halt Neues in Deutschland. Und dann gibt es halt diese billigen Fakes, wie zum Beispiel Lil Sayo. Der hat mich beispielsweise auf Instagram sogar mal angeschrieben und meinte, dass auf jeden Fall ein ultra krasser Diss-Track kommt. Das war irgendwie vor 3 Monaten, der ist immer noch nicht draußen. Ich habe ihn dann natürlich geantwortet, weil ich so fair bin. Und der Verlauf ging ungefähr so. Junge, du brauchst gar nicht hoffen, dass ich so einer Cringe-Scheiße irgendwo öffentlich Aufmerksamkeit gebe. Meine Güte. Obwohl ich das hier ja eigentlich auch gerade mache. Pussy, nur weil ich dich mit Argumenten zerstört habe. Ich bin schon lost, aber ich habe keine Ahnung, wer Lelano ist. Kuss geht raus an wirklich jeden, der nicht Lelano kennt. Dankeschön. Das gibt mir auch irgendwie Kraft. Also das gibt mir wirklich Kraft. Du bist so lächerlich. Muck mal weiter auf und Diss-Track kommt. Jetzt mal Real Talk. Was willst du erreichen? Du musst doch selber merken, dass das, was du machst, einfach absolut cringe ist. Nicht der Diss-Track, sondern naja, die Locken, dieses Dreadlocks hat er. Ganze Art. Denkst du wirklich, dass du so Reichweite kriegst? Auf sowas gehe ich extra nicht ein. Hat keine Aufmerksamkeit verdient. Warum machst du nichts Normales? Was glaubst du? Du bist einfach nur neidisch, weil ich dich zur Rechenschaft ziehe. Was ist daran cringe? Na, wenn du denkst, so kommst du weit, viel Glück. Diss-Track kommt. Mehr nicht. Ich meine, ich finde das ehrlich gesagt unfassbar peinlich und wack. Und warum, das werde ich euch jetzt einfach mal erzählen. Erstmal zeigen diese Nachrichten, dass er halt weder die Intelligenz noch die Persönlichkeit besitzt, dieses Image wirklich zu leben, sag ich mal. Mal abgesehen davon, dass solche Nachrichten halt wirklich einfach nur respektlos sind. Ich meine, entweder du gehst halt vernünftig darauf ein, was ich dich frage, oder du versuchst das Ganze mit deinem Image irgendwie ins Lächerliche zu ziehen. Was du zwar irgendwie versucht hast, aber halt so abnormal schlecht, dass es einfach nicht zählt, Bruder. Erstmal ist es ja auch absolut in Ordnung, wenn du einen Diss-Track über mich machen möchtest. Aber warum, um ehrlich zu sein? Naja, ich werde es euch sagen, weil ich halt ein Reaction-Streamer bin und gefühlt auf alles eingehe, was gegen mich hochgeladen wird, solange die Qualität halbwegs in Ordnung ist. Aber warum soll ich mir deinen Track angucken? Ich meine, ganz ehrlich, wir beide wissen, dass du das, was du da sagst, nicht ernst meinst. Und wahrscheinlich kommen da auch so Lines... Tobi, zum Glück noch das Kamera gesetzt, sonst wäre es ganz belastend gewesen. Wie, ja, Kuchen-TV, ich mach dich kaputt, ich esse dich wie ein Kuchen und so. Was soll ich darauf reacten? Ich sehe das, dann sitze ich da, ja, was soll ich sagen, Digga? Was für eine Reaktion erwartest du denn von mir? Auf solche Dinger gehe ich halt absichtlich nicht ein, weil wir beide wissen, dass du einfach nur Bullshit laberst für Aufmerksamkeit und du dir wahrscheinlich auch nicht mal ein bisschen Mühe dafür geben wirst. Ist sowas für dich wirklich besser, als wenn du einfach mal versuchen würdest, ernsthafte Musik zu machen, die vielleicht nicht komplett an Lelano angelehnt ist? Nachdem ich halt meine Antwort geschrieben habe, sind halt auch nur so Nachrichten gekommen wie, Pussy, Diss-Track kommt, ich zerstöre dich, ich ziehe dich zur Rechenschaft. Wenn du schon so ein Image fahren willst, dann mach das Ganze doch bitte auch vernünftig. Überleg doch einfach mal, was könnte jemand, der wirklich so ein Image hat, jetzt Lustiges schreiben. Da hätte man wirklich sehen können, dass du irgendwie talentiert bist, auch dir sowas aufzubauen, dir Gedanken über sowas zu machen. Man merkt an diesen Antworten einfach, dass das das Erste ist, was dir eingefallen ist. Das sind Dinge... Inge, ich verstehe es auch nicht, warum du sowas kennst. Ja, ich muss halt sagen, ich find's gerade ein bisschen schade. Ich dachte ja einfach, der zeigt jetzt einfach diese Lelano-Fakes. So, was... Achso, das kommt wahrscheinlich noch. Hier kommt das scheinbar noch. Aber ich dachte, der zeigt jetzt einfach mal ein paar Ausschnitte. So, es ist gerade ein Ausschnitt, was ich jetzt hier gesehen habe. Hier ist ein zweiter, der was macht. So, ich dachte, er macht halt jetzt wirklich 12 Minuten ein Video darüber, über solche Ausschnitte und so, dass er uns das zeigt. So, die Kommentare, das ist halt irgendwie ziemlich... Dinge, die komplett auf der Hand liegen. Ich meine, wenn du sowieso keinen Bock hast, dich minimal mit so einem Image oder den Hintergründen zu beschäftigen, dann lass es doch und lass diese Cringe-Scheiße. Das ist sogar zu schlecht für die goldene Himbeere. Kleiner Einschnitt aus dem Off nochmal. Übrigens hat Lil Sayo... Junge, Alter, wie sieht das denn aus? Ich habe dann unseren Chatverlauf auch mit meiner Nachricht einfach in seiner Story geteilt und mir haben dann so 5 Leute geschrieben, dass ich halt komplett recht habe. Also ich zerstöre ihn halt so auf Realtalk-Ebene und er schreibt halt nur seine billigen Beleidigungen und postet das dann stolz in seiner Story. So, hä? Durch solche Sachen zeigst du halt schon direkt am Anfang, dass du dir halt null Gedanken machst. Du hast einfach gesehen, ach, Lelano hat damit Erfolg. Ja, da mache ich das jetzt auch. Deswegen steht in deiner Bio auch, Mango ist der Squad. Ja, das hast du dir bestimmt ganz alleine aus... Ja, die Leute, die sowas machen, die sind, finde ich, die sind richtige Keks einfach. Ich meine, anstatt hier mal was Eigenes zu machen, gerade bei Musik. Ich glaube, ich finde, bei Musik kannst du die meiste Eigenkreation reinstecken. Also ich finde wirklich, das ist bei Videos ist es schwierig, Eigenkreationen teilweise reinzustecken. Bei Musik ist halt so, du kannst alles machen. Du kannst wirklich alles machen. Und es gibt halt Leute, die machen das 1:1 nach. Ja, gedacht, oder? Aber das ist noch nicht der einzige Punkt, wo man halt ganz deutlich merkt, dass er sich an Lelano eigentlich schon mehr als orientiert. Beispielsweise lädt er Videos hoch im Stil von Muskihaft, Freund von Herachey. Wisst ihr, wer das damals... Ach so, das ist ja keine Decke, das ist eine Wand, Icke. Eine Decke ist bei mir oben.
Nee, ich habe keine Nano Leafs. 1:1 genauso gemacht hat. Richtig, Lelano. Das macht man natürlich einfach. Dafür müsste ich jetzt noch, um die Anzahl zu bekommen, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das sind 18 Stück, müsste ich jetzt noch 400 Euro Spenden bekommen, um mir das zu leisten, by the way. Nur um mehr Klicks zu bekommen, komm, weil Herr Rasch natürlich viel mehr Klicks das sieht als Musti. Aber Liseo macht auch Musik. Naja, vielleicht ist ja wenigstens das nicht ganz so scheiße. Du machst einen Kack-Track, du möchtest jetzt beleidigt werden. Es ist mein Comeback, ich kann nur Texte schreiben, ja. Okay, also das war wohl irgendwie nix. Ich meine, ist dir sowas selber nicht peinlich? Hä? Scheiße. Du machst einen Kack-Track, du möchtest jetzt beleidigt werden. Es ist mein Comeback, ich kann nur Texte schreiben, ja. Okay, also das war wohl irgendwie nix. Ich meine, ist dir sowas selber nicht peinlich? Ich meine, du gehst... Also, da muss ich aber jetzt sagen, auch wenn gerade solche Tracks auch ziemlich lost sind, ich fand das jetzt noch nicht mal so beschissen. Das ist auch wirklich kein Hate, aber da Tim vorhin auch ziemlich gefrontet hat gegen mich, da Tim momentan ziemlich, gegen meine letzten Videos eingestellt war, muss man halt einfach mal sagen, wenn man sich jetzt einfach mal von QNTV die VBT-Runden anguckt und er dann damit ankommt, ist es dir nicht peinlich? Ihn hat Kali eingereicht. Was bist du für ein Spaten? Und ich schreib's in deine Kommentare und du löscht ihn halt. Denkst, ich hab es nicht gespeichert, doch da liegst du falsch. Für das Battle bist du in einer ziemlich schlechten Situation. Mit der Aktion outest du dich als Hurensohn. Man müsste dich hier rausschmeißen aus Fairness. Bekomm Schläge anstatt Punkte, mehr nicht. Löscht sogar unseren Chatverlauf, wie erbärmlich. Junge, hast du keine Ehre. Jetzt mal ehrlich, verarschen kannst du dich selber, Digga, friss mal Scheiße. Die Quali wurde veröffentlicht am 6.2. Wie gesagt, er kann gerne Beef gegen mich anfangen, aber da wird er nicht lange überleben diesmal. Gehst wahrscheinlich noch zur Schule oder irgendwie sowas. So, und das nach dem Zusammenhang ist halt schwierig. Elias, grüß dich. Auch Musik. Naja, vielleicht ist ja wenigstens das nicht ganz so scheiße. Du machst einen Kack-Track, du möchtest... Und da muss ich sagen, das klingt flow-technisch. Und von der Qualität her deutlich nicer. Okay, also das war wohl irgendwie nix. Ich meine, just me off, Ang Royal, schön, dass ihr da seid. Ist dir sowas selber nicht peinlich? Ich meine, du gehst wahrscheinlich noch zur Schule oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Du könntest halt 16 sein oder 25, heutzutage weiß man das nicht. Aber falls du noch zur Schule gehst, wissen deine Klassenkameraden davon? Ich meine, wird man wegen sowas nicht gemobbt? Bist du in deiner Stadt mit sowas nicht irgendwie die Lachnummer Nummer 1? Ich meine, wenn ich so an meine alten Tracks denke, die halt wirklich schon abnormal peinlich waren, dann würde ich die heute auf gar keinen Fall wieder hochladen. Digga, ich hätte nie im Leben eine VBT-Quali 2013 gemacht. Aber was denkst du, erreichst du halt mit solchen Liedern? Irgendwie die Millionen Aufrufe, einen richtigen Hype, tausende Spotify-Zuhörer? Vor allem das Lustige ist auch, dass er in dem Video zu der Coyote dann Folgendes sagt. Das Video hat er leider gelöscht, weil er so männlich ist. Aber der Inhalt war, du hast keine Persönlichkeit. Deine Tracks sind richtig scheiße. Du erreichst nie irgendwas. Also erstmal, wie wenig Ausstrahlung und Persönlichkeit kann ein Mensch eigentlich haben? Aber hast du dir eigentlich mal selber zugehört? Ich meine, du kritisierst seine Musik, aber alles, was du sagst, passt einfach 1:1 auch auf dich. Vor allem klaut er darüber hinaus sogar noch das alte Intro von Lelano und sogar ungefähr die Perspektive ist die gleiche. Was natürlich auch Zufall sein kann, aber bei den ganzen Indizien schließe ich das jetzt einfach mal aus. Denkst du wirklich, dass du halt Erfolg hast, wenn du einfach nur eine schlechte Kopie von jemandem bist, der Erfolg hat? Ich meine, das kannst du doch selber nicht denken, oder? Man merkt halt einfach in jedem Video, dass er alle möglichen Tricks von Lelano benutzt, um halt diese... By the way, wir sind ja gerade einfach im Alpha-Kevin-Stream. 12 Leute haben hier, der Alpha wird zum Beta. Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, gehört schön, ein bisschen mehr dazu, als einfach mal irgendwelche komischen Titel zu machen, ein paar Rap-Tracks rauszubringen oder einfach nur rumzutrollen. Und ich glaube, so Leute... Oder Blank, du musst immer da sein, treu sein. Ich meine, herzlichen Glückwunsch. Hiermit hast du ja tatsächlich deine 5 Minuten Aufmerksamkeit. Na, ob dir das was bringen wird, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Auch den Einschnitt hier hat er leider offline genommen. Er hat aber sowas gesagt wie, du bist doch nochmal peinlich. Kann ich übrigens nur... So, wir gucken jetzt mal was anderes an. Vorbei, Vladimir, moin. Oh Junge, das ist immer so lost, wenn Leute die Stimme so mit Absicht krass drücken, damit man das auch noch raushört. Es ist ja auch offensichtlich, dass er mit seinen Videos irgendwie lustig triggern möchte. Zum Beispiel 10 Wege, um einen Schulverweis zu bekommen. Aber da sind dann halt auch solche Dinge drin, wo man direkt merkt, Bruder, das Image liegt dir einfach. Das ist der geile Typ, ich bin der geilste Typ ever. Keiner ist so geil wie ich. Ich bin der Beste, der Geilste, der Schönste. Ich meine, du hast jetzt ungefähr 5 oder 10 Sekunden gesagt, dass du der Coolste bist. Und das auf der uncoolsten Art, das Ganze zu sagen. Jo, ich bin der Coolste, weil ich bin einfach cool, Digga. Das Video ist halt ansonsten auch verstörend, muss man sagen. Ja, 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 ja
Kein Plan, was du damit erreichen möchtest, um ehrlich zu sein. Ich meine, keins deiner Videos bekommt mehr als 2500 Aufrufe. Das ist halt nicht wirklich viel. Okay, für einen Da Vinci halt schon, Spaß an dieser Stelle, aber nicht für den Durchschnitt. Vor allem machst du das ja auch schon länger. Du musst doch selber merken, Alter, ich komme überhaupt nicht hoch mit dieser Sache. Er hat sogar tatsächlich letztens ein Video hochgeladen, so wiped man richtig. Also quasi auch genau das gleiche, was damals Elano gemacht hat. Schauen wir einfach mal in das Video von Long G rein. Digga, das ist halt abnormal schlecht. Ich meine, wer wiped denn so überhaupt? Bruder, was machst du da? Na, ich wipe einfach so richtig ab, Digga. Oder auch so eine Stelle hier. Ich meine, man merkt doch einfach deutlich, dass du das Video halt... Oh, Jungs, wirklich, das ist halt wieder die ganz belastende Sache hier. Das ist hier die ganz belastende Sache. Also, das sind aber die Leute, die halt wirklich... Die haben eigentlich nichts anderes verdient, als wirklich gar keine Reichweite mehr zu bekommen. Also für immer eigentlich, in meinen Augen. Nee, wer macht denn... Aber das hat damals Lilano auch gemacht. So, und die Leute... Und mittlerweile feiern die Leute, die ihn gehatet haben. So, und das ist einfach das Problem. Nur machst, weil du es halt machen musst, sag ich mal. Weil das halt in dieses Image passt. Und weil du wahrscheinlich gesehen hast, dass das bei Lilano schon ein paar Wellen geschlagen hat damals. Ich meine, ich verstehe solche Leute wie euch einfach nicht. Ich meine, ihr müsst doch selber merken, dass ihr halt einfach nur Cringe-YouTuber seid, die keine schön, ernst nice. Sind. Eure Videos Wollten. Kommen nicht hoch. Das sind keine Sachen, womit ihr irgendwann mal die 100.000 Aufrufe oder mehr knackt. An sich kann man jetzt natürlich sagen, Pimmelball, ey Tim, nice. Aber vielleicht haben die einfach Lust, diese Videos zu machen. Ja, aber Long G beweist öfters das Gegenteil. Mich haben sehr viele Leute angeschrieben, dass er halt auch bei der JCC wohl sehr oft in die Kommentare gespammt hat. Ich glaube, der ist da mittlerweile irgendwie geblockt. Auch in meinen Kommentaren war er so oft vorhanden bei KuchenTV, iKuchen auf KuchenTV, wo ich ihn auch auf jedem Kanal sperren musste, weil der überall Werbung gemacht hat. Also er zeigt ja schon, dass er gerne eine höhere Reichweite hätte. Sonst würde er ja nicht so billige Eigenwerbung machen. Der Typ checkt aber nicht, dass man mit so einem Image und solchen Content einfach nicht hochkommt, weil das nichts ist, was irgendwelche Leute feiern, weil das einfach komplett peinlich ist. Ich meine, ich kann euch hier einfach nur einen Tipp geben. Wie wäre es denn damit, dass ihr euch einfach mal wirklich hinsetzt und ein richtig krasses Image überlegt, wo man wirklich sagen kann, Alter, das kauft man dem ja wirklich ab, anstatt einfach nur rumzulaufen und zu sagen, ich bin der Coolste, ich bin der geilste Leute, guck mich an, Alter, Long G. Ich glaube, dass ihr damit oder generell mit dem Versuch mal vernünftigen Content zu erstellen... Ja, das Problem ist halt, jetzt bekommt ihr halt Reichweite dadurch. Ich denke, es ist halt auch wieder, klar, du hast halt selber, hast du ein Videothema, aber es ist halt meines Erachtens nach komplett kontraproduktiv, ein Video gegen Lilano-Fakes zu machen, damit ihr jetzt Reichweite bekommt.